Miri fucking Hentai Kiri. War doch hier irgendwo. Ach, der war da. Oh. Okay, hier wollten wir hin. Der Typ ist weg. Ich hatte ihm irgendwas von dem Verlies gesagt und er ist reingehauen. Gehe ich jetzt zuerst nach unten oder gehe ich zuerst hier nach oben? So viele Fragen. Hier oben ist gar nichts. Dann gehe ich nach unten. Runter, gib ihm. What the fuck, wer bist du denn? Er ist ein Gegner. Reden oder abstechen, Chat? Er hat zwei rote Punkte. Abstechen, no? Abstechen. Scheiß auf reden. Wer Fragen stellt, stirbt. Ihr wollt, dass ich rede? Warum? Reden? Okay. Wenn alle das sagen. Chat, ihr seid meine Könige, Chatter. Ihr dürft entscheiden. Warum disrespektet er mich so hart? Hä? Jetzt greift einfach an! Warum habe ich nicht direkt abgestochen? Chat! Schlechte Entscheidung! Er sieht sehr alpha aus, sehr edgy. Mit seinem lilanen Umhang und dem Schwert auf dem Rücken. Das ist schon sehr cool, no? Ich hab gerade getrunken, hallo! Warum kämpft er nur mit einer Hand? Hat er nur eine Hand? Was soll das für ein krasser Tritt? Kann ich den Miri Kirin? Er hat nur eine Hand, Chat. Oh, Baby, er wurde abgestochen vom Tollkühnen. Zweite Phase. Wir müssen seine Poststab brechen. Er guckt oben links für die neuen ZuschauerInnen, die sich hier noch nicht... Oh, scheiße. Ich wurde getreten, aber von einer sehr geilen Kombo. Aber Schatten sterben zweimal und Tollkühn stirbt noch öfter als zweimal. Can't win. Ich kann es Miri Kirin, den Tritt. Das ist so frech, du kannst den Tritt Miri Kirin. Wieder Miri Kiri den Tritt. Nein, er will seine Posture heilen. Das lasse ich nicht zu. Ich bin der First Try. First Try, First Try, First Try. First Try. Ich will First Try, ich will First Try. Nein, ich bin... Okay, ich bin gejumpt. Kann ich sehen? Blocken. Oh, First Try. First Try. First Try. First Try. Geile Sau, though. Cooler Fight. Magnetschrott, Alter, ich bin so ein scheißgeiler bin ich nämlich. Spätsperle. Fucking nice. Aber wer ist er denn jetzt gewesen? Weil er hat einfach so richtig viele Voicelines gehabt. Ich dachte, er ist einfach ein. Ist er ein Storyboss? Was hat er denn hier für einen Gang freigehalten? Einfach nichts. Doch. Und zwar diesen Eisenschrott. Der wurde bewacht vom Langschwertkämpfer. Verlassenes Verlies. Hast du gelesen, was er gesagt hat? Nee, hab ich nicht. Ich habe Chat gelesen in der Zeit. Wahrscheinlich nicht so klug, die japanische Synchro zu haben, weil ich einfach nicht zuhöre und währenddessen Chat lese. Aber hier war ich doch schon von der anderen Seite. Hier waren wir schon, Chat. Aber von der anderen Seite. Der hier sieht sehr gefährlich aus. Er sieht aus wie ein Magier. Aber ich weiß nicht, ich will den nicht machen, weil ich habe den noch von der anderen Seite schon gesehen. Von dort drüben haben wir ihn schon mal gesehen, glaube ich. Ah, whatever, rein da. Was sind diese gelben Zeichen? Er schießt Totenköpfe auf mich. Das ist der zweite Richard-Camp. Junge, was ist das denn? Weil wenn mich das trifft, bin ich tot. Ich bin fast as fuck, boy. Ich hab bloß keine HP-Potions mehr. Und jetzt? Okay, ich kann die bestimmt abbrechen mit meinen Wurfmessern, nehme ich an. Okay, das kann nicht der Weg sein, wie ich das Game spielen muss. Ich muss irgendein Ninja-Werkzeug geben, dass ich hier durchkomme.
auch nichts gebracht. Reckt er gerade HP? Kann man so sehen, ja. Er regeneriert quasi seine Posture, also er regeneriert quasi HP, effektiv gesehen, ja. Kann man so sehen. Seine HP-Bar ist eigentlich oben links, aber irgendwie erregt er HP. Okay, wenn ich das durchgesteckte, sterbe ich. Die Frage ist halt, wie counter ich seine Kacke? Ich habe noch ein anderes Ninja-Werkzeug und das ist meine Pistole. Jetzt die Spawn, ich halt irgendwo, fucking nirgendwo. Göttliches Konfetti. Konfetti begönnt die Verbannung von Erscheinungen. Ich hätte erst gedacht, ich muss wieder diese Knalldinger benutzen. Aber scheinbar sind das Erscheinungen und keine Illusionen. Weil gegen Illusionen müssten wir hier irgendwie das hier benutzen, die Knallsamen. Und gegen Erscheinungen brauchen wir das göttliche Konfetti. Heißt, wenn wir das benutzen, dann gehen seine Sachen weg, I guess. Right? Genau wie die Knallsamen die Erscheinungen von Lady Butterfly weggemacht haben. Okay, das heißt, das ist der Counter zu dem Dude. Ein Anlauf vielleicht? Hat nicht geklappt, ich habe nur Schaden genommen. Wann machen wir das jetzt? Hat es wieder eine kleine AOE wieder Knallsamen? Junge, what the fuck is this shit? Also immer pop. Komm, wir müssen mal gucken, was passiert. Wenn das nächste Mal diese Dinger beschwört, mache ich das, okay? Der beschwört ja die ganze Zeit, dieser Zauberer. Jetzt laufen wir nach vorne und jetzt poppen wir das. Seid ihr ready? Chat? Seid ihr hyped? Jetzt geht's los. Scheiße. Hä? Was ist passiert? Das geht jetzt weg. Ich bin wieder tot. Ich bin gespawnt und tot. Ich habe nur 3 davon. Jetzt habe ich nur noch 2 davon. War schon sehr hype. Konfetti mit göttlichem Segen zur Verbannung von Erscheinungen. Das verführt eine Zeremonie und Urkörper getauft, hergestellt, wenn die Götter des Wassers segnen, so segnen das Konfetti an jene, die es berühren. Somit ist es möglich, Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Also ich kann die Dinger kaputt machen. Ich muss die zerschlagen, oder wie? Ja. Hä? Ihr habt doch geschwungen mit dem Schwert, sag mal. Was? Ich hab's zerschlagen, seine Scheiße. Jetzt aber nur hochhalten, das Schwert? Nee, ich muss wirklich schlagen. Aber ich hab nur 2 davon. Ich muss irgendwo neue kaufen können, richtig? Junge, er ist so mächtig. Er ist unangreifbar, macht den Obito. Oh Mann, ich hab noch eine davon. Wurde hyperstrahlt. Ja, ist nicht winnable. Astel Returns. Ja, ich kann. Ich hab's gemissklickt. Nein! Ich hab keinen. Okay, ich hab keins mehr. Ich hab keins mehr. Scheiße. Okay. Dann machen wir den jetzt nicht, weil der geht ja nicht sonst. Ich hab eh noch so viele Wege, die offen liegen. Die Typen haben wir schon geredet. Die ganzen Zombie-Dudes haben wir mehrmals schon getötet. Hier sind wir lang gegangen. Lang. Der Bruder ist neu. So tief waren wir noch nie. Mechanismus bedienen. Hol dich einen Fahrstuhl oder was? Oh ne, Fahrstuhl und ich haben in Eldring keine gute Vergangenheit gemeinsam. Ah, sieht nur ein Fahrstuhl aus. Ich sehe schon sehr cool aus. Ich bin schon sehr mächtig. Hätte ich irgendwo runterspringen müssen, da war doch gerade safe und gegangen. Wo bin ich jetzt gelandet? Gojin. Soko no Gojin. Okay, du da? Warum hab ich einen Namen? Nämlich Sekiro oder nämlich Wolf. Eins von beiden. Rede gerade ein fucking Wandteppich mit mir? Ja, ich bin ehrlich, ich habe bei dem ersten Part des Monologs nicht zugehört. Warum ist jetzt so krass diese Einleitung des Gebiets? Bin ich jetzt hier... Ich bin im Kongo? Ich bin in Afrika? Oder was? Nein. Mina, Kotaro oite... Dokoeitanja. Ola, dosreba injaro. Fragen, warum er weint, ja. Ich werde mich einschuldigen. Minani, oite ikarete shimotanja.
Minato. Minawa. Minato? Alle. Dare ja kuru kuru mawaru. Akashiroi ohana. Tatta ichi ni mashiroi ohana. Mashiroi ohana ga miyatarai. Mashiroi ohana o sagasanakya. Okay, er ist also ein Questgeber. Ich muss eine schneeweiße Blume für ihn finden. Aber der ist ja nicht das näher. Können wir die direkt abstechen? Direkt ihm seine Klinge, meine Klinge in seine Rachen rammen? Ich will gar nicht. Oh, scheiße. Nochmal drei. Junge, ist wirklich nicht Sinn. Alter, das Game ist so cool. Das Game ist so cool. Er hat drei Kicks. Junge, was seid ihr für krasse Ficker? Und der ist der Magier, Lee Sin, oder was? Warum hat er so rote Flammen? Ich kann ja alter Zeit gleich kämpfen, fighten. Ich lerne da nichts. Wer bist du denn jetzt noch? Junge, guck mal, wie die einfach hin und her jumpen die ganze Zeit. Die chasen mir einfach den gesamten. Ja, jetzt hier. Oh, der ist aber squishy, Lee Sin. Ich glaube, er kann sie niedersprayen. Oh, ich kann sie echt einfach niederspammen. Okay. Was sah sehr cool aus. Ich habe auch einige Sachen gut gecountert, aber. Sah cool aus. Ich bin der Unsichtbare. Habe ich den einen ohne Waffe abgestochen? Warum nicht einen. Der synchronisiert den Move. Wir sollten zu Olympia gehen und ein bisschen von so Türmen runterspringen. Hätte ich mir Kiri machen können, ne? Ich kenne halt die Moves noch nicht so gut, deswegen versuche ich mich erst zu orientieren. Jo, es sind ein bisschen viele Moves hier gerade. Ich kann nicht alles überschauen. Okay, Junge, ist auf jeden Fall ein Fistfight gegen die Boys. Das ganze Kloster abgeschlachtet, ja noch nicht. Hier leben noch einige Mönche. Ist er der Alpha-Mönch oder ist er nur ein Billo-Mönch? Er steht da wie so ein Alpha-Mönch, natürlich erst die Billo-Mönche. Mirikiri, get Mirikiri.